Hallöchen, Freunde! Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahme Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Und wir waren gestern hier stehen geblieben, ja, ich verfluche immer noch diesen elendigen Vergangenheitsmeltas, ja, der hier uns einfach so in den finsteren Ostwald zurückgelassen hat, ja, also... Wir wollen nämlich jetzt, nehmt es mir bitte nicht übel, wir müssen jetzt die ersten 5 Minuten dieser Aufnahme schon damit einplanen, dass wir jetzt hier bis nach Corines in die Hafenstadt wieder zurückeilen, dort uns noch ein wenig Munition organisieren und dann hier gleich wieder zurückmarschieren. Weil wir wollen natürlich uns noch diesen komischen Schattenlord stellen oder Schattenkrieger oder wie er auch mal heißen mag, dieser Ritter mit der vermoderten Paladin-Rüstung am Leibe, den wollen wir auf alle Fälle nochmal ein bisschen zu Leibe rücken und ihn, ja, besiegen. So, außerdem, ihr habt es wahrscheinlich ebenso wie meine Wenigkeit im Augenwinkel schimmern sehen, da schwebt nämlich ein Schwert. Und dieses Schwert, das gilt, okay, das ist eigentlich bloß noch so ein kleiner Tupfer, so eine kleine Belohnung noch dafür, dass wir dann halt diesen besiegen. Ja, das ist halt eins, ich sag mal, eins mit der stärksten Schwerter im gesamten Spiel. Es ist Zweihänder, der da fliegt, ist jetzt nicht sowas, was wir dann nutzen werden. Aber es ist dann doch cool, wenn wir das dann schon in unserem Inventar haben, ja. Und ich wollte es euch auch nicht vorenthalten, deswegen werden wir dann halt auch diesen Typen killen. Ich hoffe bloß, dass wir auch ein bisschen was an Erfahrung von ihm abzwacken. So, und wenn wir jetzt schon hier in... Dingsbums sind, in Corines jetzt sind. Ja, geil mal speichern, bevor ich hier wieder durch irgendeinen doofen Zufall irgendwo gegen eine Kante laufe und sterbe, durch die Welt fliege oder sonst irgendwas. Deswegen immer Vorsicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellanküste. So, und ich möchte zu meinem Lehrmeister, Boss bei dem Bogen, ne? Denn der muss uns unbedingt noch ein paar Pfeilchen verkaufen. So, ich glaube auch, das ist der einzige Händler, der die Eigenschaft aufweist, immer wieder neue Pfeile im Inventar zu haben. Wo hast du dich schon wieder? Wo hast du dich schon? So, der wird erstmal blöde gucken, wenn wir dem dann auf einmal einfach mal so 300 Fälle in die Hand drücken. So, jetzt sind wir schon bei 150 Pfeilen. Ja, also ich sag mal... Knete haben wir ja auch genug, also wir haben 3000 noch irgendwas, 3200, 3175, 3125 Gold, also an Gold da, ach Kacke, was habe ich mir jetzt gekauft? Na, ist ja Wurst. So, da wären wir jetzt nicht so arg dran. Arm wären, Moment, hier Armbrüste, ich sag mal hier diese... Armbrüste können wir auch verkaufen. Dragomirs Armbrust, leichte Armbrust. Also das ist alles so ein Kikifax. Armbrüste möchte ich mal davon abraten. Also ich finde sie nicht so toll. Ist halt ähnlich wie der Bogen anzuwenden. Aber trotzdem, ich würde davon abraten. Ist halt... Ich bin eher der Bogenschütze. Ich habe es auch in der vergangenen Aufnahme schon angesprochen gehabt. Bögen sind halt einfach flinker. Wenn du damit halt auf Monsterjagd gehst... Kannst du halt schneller nachladen und es ist halt am Anfang eh effektiver mit einem Bogen zu jagen, denn deine Pfeile bzw. Bolzen treffen ja nicht immer, weil du bist noch halt kein Großmeister, bist noch nicht so zielgenau und deswegen solltest du dahingehend ein bisschen aufpassen. So, ich mache das jetzt noch 4 Mal, dann haben wir 1000 Pfeile. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur 500 kaufen, aber trotzdem, dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was auf Lager und solange wie wir jetzt hier unseren Köcher noch nicht... unseren Köcher noch nicht voll haben. Also es gibt hier keine Obergrenze. Ich glaube bei 999 ist nicht Schluss, ne? Oder bei 9999. Ich glaube hier gibt es wirklich keine Obergrenze. Finde ich sehr geil. So, aber jetzt haben wir erstmal 1000 Pfeile. So, haben wir noch 2455 Gold. Und, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal auch gleich runter hier zu dem, zu Laris. Und zwar bei Laris war ja ein guter kleiner Freund,
ein guter alter Mann, besser gesagt, kein guter kleiner Freund, sondern ein guter alter Mann, dem wir seinen Leuchtturm zurückerkämpft haben. Es wäre gewagt, sein Geldbeutel zu stehlen, machen wir aber trotzdem mal. Vielen Dank dafür. Und jetzt können wir sagen... Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Ja, na super. Also der wird dann, sobald wir jetzt hier irgendwann mal aus seiner Sichtreichweite gehen, dann spawnt er automatisch dorthin. So, Laris, ich brauche deine Hilfe. Wegen der verschwundenen Leute. Weißt du, warum Paladin hier sind? Okay, es wäre verdammt schwierig. Okay, muss ich mal spaßenshalber probieren, ob wir da den Zorn von Laris jetzt gleich abbekommen oder ob wir es schaffen. Dreckiger Dieb, na warte! Ja, wir haben den Zorn entfacht, also das ist natürlich nie so geil. Aber weil es war, ich glaube, da stand ja auch, es wäre verdammt schwer, den Geldbeutel zu stehlen bei dem Jäger in beim Schwarzen Troll. Da stand es ja auch und da hatten wir es ja hingekriegt gehabt. So, okay. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. So, okay. Ja, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal angesprochen gehabt. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Ah, okay. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, weil ich muss jetzt hier Laris wieder mal ein bisschen lose kriegen, hier. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Lass uns gehen. Ich bin nämlich gespannt. Wir haben ja schon die Wassermagier gesehen gehabt. Oder beziehungsweise sogar schon mit ihnen gesprochen gehabt mit allen. Saturas wäre ja nicht so sehr darüber erfreut. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal austesten, was passiert, wenn wir mit Laris jetzt dorthin schreiten. Ich weiß, es ist ein nervender, langer Weg. Aber nun gut, wir werden es hinkriegen. Erst recht, Laris verteidigt uns aber ja schon. Das Licht war eine Qual für Belia. So. Und alles, was in uns Ui, guck mal, da versinkt er glatt vor Scham in den Boden. So, Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. 47 Lernpunkte haben wir noch frei. Oh Gott, und jetzt bricht sogar schon die Nacht wieder an. Ja. Naja, okay, so große Angst brauchen wir jetzt nicht mehr haben, weil die Welt von Gothic 2, die ist ja jetzt schon ziemlich frei. Bloß noch bei Onas Hof müssten wir noch ein paar Monsterchen töten. Also spontan fallen mir jetzt bloß die zwei Trolle ein und ein paar kleine Skelette direkt hinter Onas Hof. Okay, und dann nochmal da ein paar Feldräuber, da mal ein Warg. Also so viel ist es nicht mehr. So viel ist es nicht mehr. Ich gucke jetzt gleich nochmal. Stufe 17, ja, das ist schon dicke. Das ist echt schon dicke. Also... Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, sehr gut sogar. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Machen wir erstmal hier. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? So viel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Genau, okay. So, es wird... bringen wir was bei. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste.
eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ja, okay. Ich weiß, es ist nicht gerade der richtige Ort hier, um rumzuquatschen, ist aber... Ist eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Ja, okay. So, jetzt lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter... Ja, bleib dicht hinter mir. Ey, mein Weg ist frei, Junge. Ich werde noch nicht mal einen Heiltrank dafür nutzen. So, aber ich kann euch eine Sache sagen. Es wäre eigentlich praktisch gewesen, mit Laris hier diesen Weg zu gehen, denn das kann man allein schon mit Stufe 3 machen, werte Freunde, ja, mit Stufe 3. Nämlich, wir wissen ja, hier war zum Beispiel ein Wolf, da hinten waren dann Molorats, dann haben wir auf dem Scavenger und so weiter und so fort. Also es wäre eigentlich schon eine ziemlich geile Idee gewesen, mit Laris hier diesen Weg zu durchschreiten, denn man hat dann mit ihm einen Party-Modus, also das heißt, man würde die Erfahrung bekommen, die er, ja, also wenn er Monster tötet, würde man dann trotzdem die Erfahrung zu voll 100% bekommen. Und das ist natürlich ziemlich praktisch, ja. Weil wenn man schon, wenn man noch nicht die Eier hat... Was ist los? Geht's noch? Ja, wenn man noch nicht die Eier hat, diese Monster zu bezwingen, haben wir natürlich schon gehabt, dann kann man aber trotzdem sich schon mal die Erfahrung besorgen, ja. Es ist aber dann bloß schade, wenn man noch nicht irgendwie die, diese Kreaturen... Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ausnehmen kann. Okay, können wir jetzt auch noch nicht in diesem Umfang, wie ich es am liebsten können würde. Aber trotzdem. Ist schon eine coole Idee, mit ihm hier an der Seite die Monster zu bezwingen. So, erst recht, wenn man jetzt daran denkt, hier waren ja auch Haufen Goblins, Feldräuber. Und ich habe ja auch schon angesprochen gehabt, ich habe da auch schon mal Schattenläufer zu dem hingepult. Das war auch ziemlich geil, ja. Und ich glaube... Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wenn man eine bestimmte Entfernung von ihm entfernt ist, dann läuft er nämlich nicht weiter. Dann kann man auch jetzt einfach mal hier... Das ist neu. Wieso läuft der jetzt einfach weiter? Eigentlich hätte er stehen bleiben müssen. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das auch mit Patch 1.2 gespielt gehabt. Oder was damals das... aktuellste war. Jetzt habe ich 1.6, glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht. 2.6, tut mir leid. 2.6 und ich glaube, ich habe 2.2 gespielt gehabt. Das kann natürlich sich auch durch die Patches geändert haben. Also jetzt war ich ziemlich verwundert, dass der einfach weitergerannt ist. Komisch. Ich bilde mir ein, dass ich das früher wirklich, also... Mach mir jetzt nicht schlank. Dass ich das früher wirklich so hingekriegt habe mit dem mit Schattenläuferpullen und so weiter und so fort. So. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Okay. Brauchen wir nicht. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hin. Ah, okay. Da sieht man noch die freundschaftliche Art und Weise zu den einzelnen Typen. Dass die halt immer so eine kleine Anspielung machen hier oder so einen kleinen Seitenhiebe, wie man es unter Kerlen kennt. So von wegen, quatsch ich so viel. Mache. Das ist halt dieses Setting oder dieses Feeling, was hier die Programmierer so richtig gut dargelegt haben. Ach, da hinten müssen wir auch noch hin. Da liegt nämlich noch eine Steinplatte. So eine Steintafel, die wir dann lesen könnten. Vormerken. Müssen wir da nochmal hin. Gut. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse.
Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Genau. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. So, das hätte ich nämlich davor machen müssen. Das wäre natürlich, das war schon ein richtig verdammt großer Spoiler, so auf eigene Faust dorthin zu wandern und mit den Magiern zu sprechen, weil Lars erklärt ja jetzt hier, haben wir ja gerade gemerkt, er erklärt jetzt hier schon so ein bisschen den Hintergrund der Wassermagier und dann hätte man darauf die Gespräche aufbauen können. Ich hoffe bloß, dass wir das dann auch nochmal bei Satoras machen können, von wegen, ah hier, Lars hat uns das und das Ding gegeben, wie sieht's aus? Können wir jetzt bei eurer Bande mitmachen? So. So oder so ähnlich, erhoffe ich, dass dann mit Gesprächsoptionen den Weg dahingehend zu ebnen, ja. Kannst du noch? Mann, Alter, hör auf zu quatschen. Ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ey, wir haben hier schon mehr Monster getötet als... Ja, ach, nee. Als er im gesamten Minental, ja. Erst recht, weil wir ja auch alle Monster selber getötet haben. Mann, nee, hier Lars, Elendiger. Lars. So. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Hui. So, hier kann's gefährlich werden. Ernsthaft? Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Jo. So, aber bei solchen Leuten hier wie Lars ist Taschendiebstahl noch sehr viel interessanter als bei normalen NPCs, weil das sind halt solche besonderen, die man auch bei verschiedenen Punkten findet, wie zum Beispiel Steinkreisen oder dann in gehaltenen Korinnes. Jetzt könnte man ihn beklauen und dann irgendwann in Korinnes auch wieder. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Satoras. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Satoras. Wir sehen uns. Ja. Warte mal. So, also mit anderen Worten, man könnte jetzt zum Beispiel ihn beklauen und irgendwann würde man ihn wahrscheinlich bei einem anderen Punkt mal wiederfinden, wie zum Beispiel so ein Steinkreis oder, keine Ahnung, irgendwo mal bei Lee oder so. Und dann kann man ihn wieder beklauen, weil das sind halt hier diese Protagonisten unter anderem, also diese Hauptcharaktere. Dreckiger Dieb, na warte! Ja, also, aber das ist halt ziemlich knifflig, diese Leute zu beklauen. Da braucht man wirklich, ich glaube, 100 Geschicklichkeit oder... Also das ist jetzt hier nicht so einfach. Also bei Cavalon, das weiß ich noch zu 100%. Cavalon ist nämlich auch so einer. Den werden wir... Der hat ja auch schon am Anfang rumgedruckst gehabt. Oh, meine Güte, ey. Hier sieht man doch seinen eigenen... Ja, nee, das werde ich jetzt nicht ausformulieren. Aber hier sieht man doch seine eigene Hand vom Auge nicht. Der hat ja auch schon so am Anfang rumgedruckst, von wegen, dass der da zu so einem Treffpunkt hingehen wollte, wo haben wir ihn dann schlussendlich gefunden, wieder auf seinem Baumstamm. Aber wenn man dann eine bestimmte Quest absolviert hat, dann bekommt man nochmal die Info von wegen, ja, okay, hier. Dann bekommt man nochmal die Info von ihm, ja, jetzt ist er an der, oder von Vatras, glaube ich. Dass er dann bei seinem neuen Treffpunkt ist, bei so einem Steinkreis beispielsweise, ja. Okay. Ich bin mit Lars hierher gekommen. Lars? Wirklich? Ja. Wo ist er? Ich bin allein. Lars ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Dass ich dicke Balls hab, Junge. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Lars es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Oh, wie geil, ey. Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Mann, du hattest die Freiheit. Die Freiheit, werter Freund. Ja, ihr wolltet doch frei werden, ja? Ihr wolltet doch die Freiheit wieder haben, als das unglückliche Experiment mit der Barriere gescheitert ist.
Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Tja. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Aha, okay. Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Das Gefüge der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört. Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen. Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Oh mein Gott! Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Lares! Ich bring ihn um! Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich. Mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Na, okay. So. Riordrian? Was geht? Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. So, okay. Wenn er schon anfängt mit nicht wirklich, ja, dann ist das natürlich ziemlich informativ. So. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen, die wir noch abgleichen müssen. So, außerdem möchte ich durch diese Tür kommen, dass wir halt hier diesen Teleporterpunkt haben. Kannst du mir... Sag mir, was du brauchst. Achso, hat man ja schon mal reingeguckt gehabt, also das... Wow! Was ist denn hier los? Warte mal. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Corinnis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Kein Ding. So. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. So, ach, komm hier. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Ja, Elternhaft für ihre Kinder. Wenn komm. Du meinst, hier hast du ihn. So, okay. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Corinnis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Ja, es ist richtig. Haben wir ja auch schon. Haben wir ja auch schon. So, okay. Ich werde jetzt hier mal kurz am Kissen horchen. Moment, hier war doch irgendwo. Ja, genau, hier waren ja die Ratzenmatratzen. Da können wir natürlich hier auch mal kurz Penny-Penny machen. So, bis morgen geschlafen. Und jetzt habe ich trotzdem noch so zwei Wege. Einmal will ich die Steinplatte gleich holen, oder Steintafel gleich holen, die ich dort an dem Fluss zu dem Kloster hin gesehen hatte, auf dem anderen Ufer. Und natürlich möchte ich auch mit euch diesen Schattenkrieger gleich mal killen. So, das sind zwei Sachen, die sind genau in unterschiedlichen Richtungen. Das kotzt mich jetzt gerade bloß so an. Aber ich glaube, wir holen uns erstmal die Steintafel. Denn dann hätten wir das erst einmal. So, und wir haben ja schon die Möglichkeit hier des Teleportierens.
Halt, Moment. Wir machen erstmal den Schattenkrieger und dann laufen wir zurück. Genau. Dann verbinden wir das halt mit Ona. So. Wenn wir dann halt wieder zurück zu Ona gehen wollen, da können wir ja dann noch uns die Steintafel holen. So. Und hier sieht man mal wieder so richtig schön nach bestimmten Quests beziehungsweise nach bestimmten Geschichtsabschlüssen. Ja, okay, Quests ist schon das richtige Wort. Nach bestimmten Quests spawnen dann ein, zwei neue Monster, aber das sind halt, in diesem Fall geht das Spiel davon aus, dass man halt hier mit Laris hingelaufen ist, dass man halt ein ziemlich geringes Level hat. Deswegen sind die ja auch so eine einfache Monster gespawnt. So, dass man halt hier mit Stufe 3 oder so sich hin eskortieren lässt und dass man dann halt neue Monster, wenn man wieder rausschreiten würde, also dass man mit diesen konfrontiert wird. So. Also das ist wirklich bei verschiedensten Quests ist das der Fall, dass dann halt sowas gegeben ist. Also es ist jetzt nicht immer irgendwo hinterlegt, aber es ist nun, es gibt sowas, ja, es gibt sowas, aber dann sind es auch nur vereinzelte Monster. So, okay. Wir springen. Also Akrobatik ist schon echt ein geiles Modul, wenn man nicht gerade Haufen Snapper-Tränke hat, die einen über 30 Sekunden lang sprinten lassen. Das wäre natürlich dann auch noch ziemlich fett, wenn man dann halt die ganze Zeit am Sprinten wäre. Also das kann man ja leider hier bloß wirklich temporär durch solche Tränke und nicht durch irgendwelche ausdauerzerrenden Shift-Drücker, ja, Aktion. Ach du Kacke, jetzt bin ich richtig gespannt. So, den Stollen da unten hatten wir ja auch schon ausgehoben gehabt in der vergangenen Aufnahme. Jetzt bin ich echt gespannt, wie wir hier... da gerade schon mal wieder. Oh. Ah! Hallo? Hallo? Jetzt hängt er hier unten. So, okay, dann wandern wir mal weiter. Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Problematik bei solchen Kreaturen. Ja, fast, komm. Meine Güte. So. Okay. Das ist jetzt echt so ein kleines Problem, was man jetzt also hat, wenn man jetzt den ins Ziel nimmt. Dann kann man halt sich nicht bewegen, sonst würde ich nämlich mit dem in meiner Zielanvisierung noch ein Stückchen nach vorne laufen und versuchen, den dann halt aus nächster Nähe zu killen. Aber das ist leider nicht gegeben. Ach ja, das kann auch ein bisschen länger dauern. Aber ich kann euch schon mal versprechen, ich werde es bezweifeln. Das war dann halt die Trolle bei Onas Hof.
mit einem Bogen töten werden. Komm. Am liebsten wäre mir ja echt Untote vernichten. Also solltet ihr irgendwo die Möglichkeit haben, noch Untote vernichten zu kaufen. Für die Aktion unbezahlbar. Komm, du scheiß Schattenkrieger. Weil Untote vernichten bringt einem einfach nur diesen schönen Bonnie, ja, von wegen, dass man einfach mal einer untoten Kreatur wie Skeletten oder untoten Drachen einfach mal 9999 Schaden macht. Und das ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden hier so eine Kreatur schlucken kann, aber 9999, ich glaube, das ist halt diese magische Grenze, dass es in diesem Spiel keine Kreatur gibt, die mehr als 10.000 Leben hat. Oder mehr als 9.000 Leben hat. Und somit sind die dann instant tot, wenn der Zauber trifft, ja. Ist doch nur noch ein Drittel seines Lebens. Ah, ich habe mein Leben vertan, denkt er sich jetzt gerade so. Komm. Na bitte. Ich glaube... Ach ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich glaube, jetzt haben wir es. Aber nein, haben wir natürlich noch nicht. Es ist erst zu spät, wenn die fette Frau singt, sagt man ja mal so schön. Aber... in dem Fall. Es wäre natürlich so awesome, hätte man entweder einen stärkeren Bogen oder halt einen höheren Skill mit Bogenschießen. Ich glaube, der Skill, das wäre sogar noch besser. Also, ich möchte euch nochmal ins Herz legen, solltet ihr mit Gothic anfangen und es selber nochmal durchspielen, achtet weniger darauf, dass ihr jetzt hier Stärke oder sowas skillt, achtet eher darauf, dass ihr halt Großmeister oder Meister der einzelnen Meisterschaften seid, ja, weil dadurch hat man halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, erstens einen kritischen Treffer zu landen und ist man ist automatisch, oder man ist halt nicht da so, ist nichts zu holen. Man ist halt auch viel schneller mit der einzelnen Waffe. So, ich frag mich gerade, was war denn da los? So, ich glaube, der hat hier diesen Zweihänder oder sowas gedroppt, orkischen Kriegsnähe. Ist ja auch Wurst. Da ist nichts zu plündern. Ich glaube, der ist nämlich nicht alleine da drin gewesen. Ich glaube, da hatten sie gleich zwei von diesen schönen kleinen Kreaturen hinterlegt gehabt. Oh Gott, ich freue mich schon. Ja, genau. Zwei Kreaturen davon. Wer hätte es gedacht? Hallo? Hängt der jetzt da unten? Ja, der hängt da unten. Okay. Ui! Na, das gefällt mir doch schon besser. Na, oder... Na, besser ist eine falsche Formulierung.
Die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Typen zu töten. Oder ihn überhaupt zu treffen. Komm. So, ich find's auch ziemlich nice, wenn er... Wenn die Kreaturen dann auch immer irgendwo anders hinlaufen und er den Bogen einfach nur so gerade hält. Das ist halt ein kleiner Bug, aber es ist halt ein ziemlich interessanter Bug, ja. Er hält den Bogen gerade, also guck mal, wenn er jetzt genau ziehen würde, würden wir jetzt hier gegen den Boden schießen und das bringt uns gar keine Punkte. Deswegen kann man jetzt hier diesen Schnellfeuerschuss nehmen, dann hält er nämlich den Bogen gerade und der Pfeil, der fliegt an der Kante vorbei. So, und hier ist jetzt gerade jeder Schuss ein Treffer gewesen, echt geil. So sollte es sein. Hallöchen. Hallöchen. Oh Gott, ich speichere lieber mal. Oh Gott! Oh Gott! Ja, jetzt haben wir es hier wieder. Manchmal ist dieses Schnellfeuerschießen doch unabdingbar, ja. Also manchmal muss man es echt nutzen. Aber ich habe ja nämlich eine Zeit lang wirklich davon abgeraten, weil es ist... Ich glaube, das ist so ein Placebo-Effekt. Wenn man wirklich den Charakter zielen lässt, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er eine Kreatur wirklich trifft. So, aber ob das wirklich der Fall ist, keine Ahnung. Ich schätze, das ist wirklich Placebo. Placebo! Komm! Kriegen wir noch hin. Ich weiß, man hätte sich so viel Zeit gespart durch... durch Untote vernichten, aber nun gut. Wuhu! Schattenkrieger. Wo ist denn dein... Ach, ein normaler Zweihänder war das. Was die hier so gedroppt haben. Nun gut. Also jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr zu... ja, zu fürchten. Oder überhaupt zu befürchten. Großer, grober Zweihänder, hier ein bisschen goldenes Zeug, da noch eine Schatulle, was haben wir hier? Noch eine goldene Schale, grobes Breitschwert, goldener Kelch, wäre noch cool, wenn wir jetzt hier noch einen Blutkelch finden würden, ne? So, aber das ist schon eine krasse, ja, schon eine krasse Krypta. Und was haben wir hier? Das ist die Drachenschneide, aber es sieht doch auch schon ziemlich geil aus, wie das Ding hier so episch leuchtend in diesem Ding liegt. Ja. Also passieren tut jetzt hier auch nichts, wenn wir das einfach so rausnecken. Also kein Hinterhalt, keine Falle oder sonst ähnliches, weil es ist eigentlich auch schon ein ziemlich arger, kämpferischer Weg gewesen bis hierhin. Ja. Natürlich easy peasy, wenn man jetzt wirklich Untote vernichten hat. Einfach so und dann wären sie down gewesen. Ja. Also das wäre natürlich, das wäre eine Sache von einem Wimpernschlag. Also nochmal von mir an euch, besorgt euch einfach nur zweimal Untote vernichten, am besten bei Zurus. Ich glaube, Zurus müsste diesen Zauber anbieten. Also das ist hier der Alchemist, also das ist der eine Alchemistenhändler am Marktplatz in Korinnes. Da werdet ihr ganz einfach diese Rollen finden, da hatten wir uns auch unter anderem einen Feuerregen gekauft gehabt. Und das wäre dann einfach zu einfach, ja. Das, dann bräuchte man keine... Moment, wie viele Pfeile waren es? Knapp 300 Pfeile verschwenden, um diese Kreaturen da zu besiegen. Aber nun gut, das kann auch wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich da immer ziemlich oft gegen diese Kante geschossen hatte, weil ich da halt ein kleiner Prolet bin. Aber nun gut.
So, wir haben es dennoch geschafft, haben die Drachenschneide, wir können sie uns ja mal angucken. Also ich sag mal, das ist wirklich ein ziemlich krasses Gerät. Also 190 Schaden und benötigte Stärke sind 160. Also wenn man das mal hier mit vergleicht, Orkschlechter, der macht 130 Schaden und benötigt 130 Stärke. Also 30 Stärke mehr und man macht glatt einfach mal nicht nur 30 Schaden mehr, sondern glatte 60 Schaden mehr. Das ist natürlich dann ziemlich awesome. Und wenn man sich dann auch so vorstellt, wenn man dann so ein Großmeister des zweihändigen Kampfes ist, dann richtig flink wie ein Einhänder das Ding um sich rumschleudert, ja, dann würden ja wahrscheinlich nur noch die Orks wie, keine Ahnung, wie die Dominos umfallen. Meine Güte. Nun gut, wir sind jetzt hier auf dem Weg in Richtung... Ui, hier ist noch Feldräuber gespawnt. Okay. So müssen wir hier gleich nochmal den Weg ablaufen. Ja, also... Jetzt überlege ich gerade. Genau, wir sind jetzt auf dem Weg zu Onas Hof. Aber dann zwacken wir hier uns gleich nochmal diese kleine Stein... also wir werden dann da zu dieser Steintafel nochmal hinwandern und gucken, was das ist und ob da noch ein paar Kreaturen sind. Was ich sehr bezweifle. Ey. So, hier haben wir noch eine Riesenratte, und noch eine Riesenratte. So. Wuhu! 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 Ach ja. Ich weiß, ich hätte da auch über diesen Gebirgs... Kette da auch rüber wandern können. Dann hätte ich mir das hier sparen können, das Schwimmen. Aber nun gut. Ich wollte eigentlich nur mal gucken nach diesen Kreaturen, die hier gespawnt sind. Durch die Aktion mit Laris. Weil es sind ja nur vereinzelte Kreaturen, aber es sind immerhin Erfahrungspunkte, ja. Das darf man ja nicht vergessen. So, wundert mich jetzt gerade ein wenig, dass hier keine Scavenger gespawnt sind oder Goblins. Hui! Boah, na, war das geil? Hier haben wir noch eine Steintafel. Und da hinten lag noch eine Leiche. Trank. Oh, ein bisschen Wein, noch ein paar Tränke. Egal was dieses arme Geschöpf getötet hat. Wir werden Rache für diesen verblichenen... Ja, keine Ahnung. Zäun. Üben. Such dir hier irgendein Verb aus. Oh Gott. So. Hey, da sind noch ein paar Pilze. Also wegen Buddlerfleisch würde ich jetzt nicht unbedingt abbiegen, aber ich hatte es ja auch schon mal angesprochen gehabt. 50 Dunkelpilze bringen ganze 1 Mana-Punkte. Ein ganzer Mana-Punkt. Ja, also ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem. Wenn man halt Gothic kennt, dann... dann weiß man schon, wieso man das hier macht. Man hebt einfach alles auf, weil man es kann, ja. Das ist halt... Ja, da ist man halt ein bisschen kaputt im Kopf. Also ich bin jedenfalls so kaputt im Kopf. Ich mache das halt immer gerne. Einfach hier alles mitnehmen. Hier war auch noch was. Blauflieder. Ja, okay, Blauflieder. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber okay. Ach ja... Ihr wisst gar nicht, wie oft ich mir das vornehme, einfach mal so Zeug rumliegen zu lassen, ja. Aber ich bin da echt ein bisschen... Ich habe da so eine Zwangsneurose im Kopf. Die mich das einfach nicht machen lässt. Weil das wäre dann für mich dann wieder so irgendwie Verschwendung oder irgendwas. Ich kann es echt schlecht erklären, was ich mir da so selber in den Kopf irgendwie so... reinpischbar von wegen, nein, du musst das aufheben. Du
muss das aufheben, ganz wichtig. Ja, als ob ich mit einer Heilpflanze mehr über die Runden kommen würde. Ja, also das ist unglaublich.